Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Heute wollen wir uns wieder alle möglichen Sachen angucken, wie der Stand der Sammlung so ist. Von Mounts, Pets, Toys, Achievements und auch viele andere so Nischensachen wie Quests, T-Mog, Titel und Konsorten. Ich hatte jetzt schon tatsächlich länger kein Collection-Update-Video mehr gemacht. Ich habe da immer auch so eine kleine Tabelle, wo wir uns den jeweiligen Stand angucken können. Und das letzte Mal war es tatsächlich hier am 9.3. Jetzt haben wir den 1.5., wo ich das Ganze aufnehme. Bedeutet, ja, so fast 2 Monate ist jetzt da der Unterschied zwischen. Und in der Zeit habe ich doch das ein oder andere noch collected. Was wir uns natürlich auch noch angucken werden, sind dann auch, wo wir die Daten her haben. Und zwar von Data for Azeroth. Und dann auch noch ein bisschen im All of Things, ne? Das Addon kennt vielleicht auch der ein oder andere. Da kann man auch einiges an Daten rauslesen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal insgesamt durch mit hier Data for Azeroth, mal für den groben Überblick. Mittlerweile, ne, bin ich jetzt wieder auf Platz 1 mit dem Collection. Aktuell bei 865.000 Punkten, 515. Und dementsprechend, ja, jetzt auch mit einem ganz okayen Abstand, es sind sogar über 2k Punkte, die ich zum, oh, ihr seht das nicht, da muss ich ein bisschen hochfahren, knapp, also über 2k Punkte jetzt zum nächsten, zum Gaulischen habe ich ja überholt gehabt und ja, jetzt kurz vorm Patch 10.1 heißt, am Mittwoch geht es dann mit dem Patch los und dann gibt es wieder einen Haufen neue Sachen. Kann natürlich sein, dass sich das dann wieder verschiebt, aber aktuell bin ich wieder auf Platz 1. So, bei den anderen Collection Sachen sieht es auch ganz gut aus, Achievements. Bin ich auch gerade auf Platz 1, tatsächlich, ich kann euch mal kurz zeigen, tatsächlich alleinig auf Platz 1. Ich habe 5 Punkte mehr als die ganzen anderen Leute. Da werde ich nachher nochmal erzählen, wie ich das gemacht habe. Da habe ich ein bisschen was getrickst, sagen wir es mal so, mit einem neuen Account, weil da ist eine Achievement verbuggt und das kriegst du nur quasi ein bisschen getrickst hin, was ziemlich dumm ist, ne? Man muss da um Bugs von Blizzard rumarbeiten, aber die Arbeit habe ich mir tatsächlich gemacht und ja, hab da dann quasi die Leute um 5 Punkte abgehängt. Aber wie gesagt, das war nicht das, das Hauptziel, das Achievement-Zeug zu machen, sondern da habe ich mir noch ein paar andere Sachen geholt. Aber dazu später. Mounts bin ich aktuell auf Platz 9. Dann Pets bin ich auf Platz 2. Da blöderweise hat da jemand noch irgendwelche alten Removeden mehr als ich tatsächlich. Deswegen bin ich da leider nicht mehr auf Platz 1. Toys bin ich aktuell auf Platz 3. Zwischenzeitlich hat Blizzard nämlich die Toy-IPs quasi freigegeben, also dass du auch das wirklich auslesen kannst. Davor konnte man das ja nicht und da wurden die teilweise dann falsch ausgewertet. Mittlerweile kann man die genauen Toys sich auch tatsächlich hier angucken, wenn man unter Toys geht, ne? Also ich habe jetzt hier nur die fehlenden drin. Das ist hier bei mir zum Beispiel eins, was man aktuell noch nicht kriegt. Das soll es erst mit dem Patch geben. Und dementsprechend gibt es da eins, wo Leute, die tatsächlich noch ein paar Remove the Toys mehr haben als ich tatsächlich. Dann Appearance bin ich auf Platz 14. Da habe ich jetzt angefangen, ein bisschen was zu farmen. Und Titel auf Platz 3. Da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen näher reingucken. Reputations bin ich auf Platz 3. Rezepte auf Platz 1. Da habe ich jetzt tatsächlich alle zusammen gefarmt. Und Quest bin ich auf Platz 3. Dann gucken wir mal einmal rein, was sich zum letzten Mal an Unterschied ergeben hat. Und zwar beim Completion Score habe ich quasi 12.600 Punkte plus gemacht, was doch einiges ist. Aber gut, es waren jetzt auch hier knappe 2 Monate. Vom Completion Rang bin ich halt von 2 auf 1. Ne? Das habt ihr ja vielleicht vorhin schon gesehen. Achievement Punkte haben wir 560 plus gemacht. Mounts 7, das waren jetzt nicht viele. Das waren halt die 7 Mounts, die jetzt im Patch 10.07 kamen. Dann Pet Score habe ich quasi 2100 plus gemacht, quasi 21 Pets, die waren wahrscheinlich auch neu im Patch. Toys waren es 13. Dann Appearance 2400, was schon einiges ist. Da waren auch viele tatsächlich dabei, wo ich ja auch ein Video drüber gemacht hatte, dass man diese auf der Insel der, verbotene Insel, so heißt sie, genau. Da konnte man ja die ganzen quasi Items, die da droppen, umwandeln in diese Tiersachen, ne? Und das hat auch einiges an T-Mog gebracht, aber unter anderem war ich jetzt auch die letzte Woche in den alten Instanzen unterwegs mit verschiedenen Rüstungsklassen und habe da einiges an T-Mog geholt. Titel haben wir 12 plus gemacht, da werde ich nachher auch noch ein bisschen was zeigen. Dann Reputation waren es 3.
dann Rezepte 108 und Quests 186. Dann haben wir hier noch Achievements 56, Feast of Strength, also Heldentaten, sind auch dann noch Legacy Achievements, ne? Bei Feast of Strength sind es 9, Legacy Achievements 3, Pets 21, dann Alls auf Stufe 70 habe ich 36 hochgezogen, dann Old Score sind es 467 Level, also es sind dann die einzelnen Level, Hunter Level, gut, für PvP habe ich nicht gemacht, waren 17 und ehrenhafte Siege 4724. Hier unten ist dann noch All the Things, die Wertung, also davor hat mir noch 20.829 Items gefehlt, ich habe dann ja das runtergespielt auf 17.619, quasi 3.200 Items habe ich jetzt in der Zeit geholt. Entspricht dann 1,67%, ne, also von 87 auf 89. Es war tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil zwischendrin der Patch herauskam und dann natürlich ein Haufen Items mehr reingekommen sind, aber naja, das kannst du ja immer nicht so ganz genau tracken. Und zwischendrin gibt es auch immer Updates von All the Things und dann kommen natürlich auch mal noch ein paar mehr Items rein. Gut, so viel zu diesen rohen Daten. Jetzt können wir einmal auch kurz reingucken, wie es da soweit aussieht. Also Achievements bin ich soweit fertig, ausgenommen eins, was ich aktuell nicht holen kann. Und zwar ist das einmal hier das Handelsposten-Achievement. Das hat aber auch kein anderer, ne? Weil du musst 12 Monate lang deinen Graffel aus dem Handelsposten rausholen. Und da wir erst jetzt im Monat 3 sind, geht das noch nicht. Wobei, man könnte jetzt schon 4 von 5 haben. Es ist ja heute der 1. Mai. Dementsprechend ist ein neuer Handelsposten. Aber da habe ich das Zeug noch nicht rausgeholt, ne? Also da war ich jetzt noch nicht dran bis jetzt. Mache ich die Tage, sobald ich den Balken hier aufgefüllt habe. Dann werde ich mir das angucken. Aber auch dann hätte ich ja das Achievement nicht, ne? Das kann auch kein anderer haben, weil man da ja dementsprechend in warten muss. Was ich mir jetzt aber geholt habe, sind zwei Sachen und zwar habe ich einmal hier Klippenwilddrachenhörner und Proto-Drachenhörner und Mähnen heißt es ja immer und da waren zwei Sachen verbuggt und zwar das erste hier hatte man hier mir noch das schwarze Haar gefehlt, da habe ich so, ja, das tropft von so komischen Gnoll-Rares, da ist einer steht hier unten zwischen, oder ist es da? Irgendwo hier, ich glaube hier unten zwischen den Zonen und dann gibt es noch welche, da steht einer hier oben in, dran und einer ist quasi bei dieser Rotation dabei und der ist da in dem Berg drin. Und da kann quasi dieses schwarze Haar droppen. Das Problem ist, Blizzard hat irgendwas verkackt, ja. Wenn du das, wenn du irgendeine andere Mähne vorher gekriegt hast, ich glaube es gibt schwarzes Haar und schwarze Mähne. Und wenn du die schwarze Mähne gekriegt hast und gelernt hast, konntest du dann das schwarze Haar nicht mehr kriegen. Da war halt irgendwie eine Funktion kaputt. Und, oder ist immer noch kaputt, das haben die tatsächlich immer noch nicht gefixt nach einem halben Jahr Expansion. Und dann kannst du es nicht mehr looten. Ich habe hunderte Tries drauf, ich habe teilweise jeden Tag mit X Chars den umgehauen, ne? Hab's nicht gekriegt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Tries genau waren, aber es waren deutlich mehr als 100. 200, 100, 250, keine Ahnung, irgendwas so in der Richtung. Jetzt habe ich so gemacht, ich habe mir wegen Werbt einen Freund einen neuen WoW-Account erstellen müssen. Also einen komplett neuen, ja. Den habe ich dann auch geworben. Und habe dann hier auch schon Belohnungen bekommen. Und ja, da ist es jetzt so, dass man dementsprechend mit einem Account, wo das noch nicht gezählt hat, dieses schwarze Haar theoretisch looten kann. Jetzt habe ich meinen Main genommen, den neuen Account. Ich habe genau zwei Rares umgehauen. Und dann hatte der Char diese schwarze Mähne drin. Ich konnte das dann traden und mit dem Account lernen, ne? Also das musste tatsächlich neuer sein, weil diese Items werden ja immer auf dem Account gespeichert, wie zum Beispiel die Mounts auch. Und ich habe zwar 4 WoW-Accounts am Laufen, aber die sind ja alle auf demselben Battle.net und greifen auf dieselben Sachen zu. Deswegen musste das ein externer sein, der quasi nicht mit denen hier zusammenhängt. Ne? So konnte ich mir dann das schwarze Haar holen und das andere, das braune Haar, was so gut wie niemand hat, für das andere Achievement hier. Das gibt es über eine Quest, wenn man auf Renown 9 ist, und zwar bei den Drachenschuppen-Expeditionen. Und ja, dann gibt es eine Quest, da kann man sich dann eins aussuchen. Das Problem ist, das war am Anfang der Expansion buggy. Und nur bei dem ersten Mal, wo man diese Quest kriegt, kann man dieses braune Haar kriegen. Das war aber am Anfang der Expansion nicht dabei. Mit 10.07 hat Blizzard gefixt, dass das man in der Quest kriegen kann, aber nicht beim Händler. Heißt, jeder, der am Anfang oder bis halt zu Patch 10.07 diese auf Renown 9 gekommen ist und diese Quest bekommen hat, kann es nicht mehr kriegen, sondern nur quasi neue Accounts, die noch nicht auf Renown 9 waren. Dann habe ich meinen Twink quasi auf Renown 9 gespielt, habe diese Quest geholt, habe
ganz wichtig, das Ding nicht gelernt, habe es im Inventar gelassen, weil wenn ich es gelernt hätte, wäre es wieder auf dem Account gespeichert. Und wenn ich dann den Char transe, die Sachen werden leider nicht mitgenommen. Habe es im Inventar gelassen, habe dann den Char getrans und dann hier gelernt. Und das dementsprechend, weil ich ja alle anderen Achievements quasi schon eingeheimst habe, konnte ich dann das schwarze Haar auf meinem Main-Account lernen. Ich sage mal so, hätte ich es jetzt nur wegen dem schwarzen Haar bzw. dem braunen Haar gemacht? Nein, hätte ich mir wahrscheinlich keinen Account gekauft, weil ich muss ja den Account zahlen und ja auch die Spielzeit. Da ich es jetzt sowieso machen musste, wegen dem Werbt ein Freund Gedönse, hat sich das angeboten. Zusätzlich, was wir nachher bei den Quests noch gucken können, habe ich dann auch noch einige Quests mitnehmen können, die so Once per Account Quests schimpfen sich die. Also die kannst du nur einmal pro Account machen. Die werden auch wieder auf dem kompletten Battle.net Account gespeichert und dann kannst du sie nicht mehr machen. Das sind so Quests wie die World Quests in zum Beispiel BFA freischalten. Da kriegst du dann eine Quest, wo du hingehen sollst. Das ist eine Breadcrumb Quest und wenn du die aber nicht, wenn du vorher schon das abgibst, dann kannst du sie nie wieder auf dem Account machen. Und da gibt es halt leider einige von denen. Und die habe ich auf diesem neuen Account dann auch gleich mitgenommen. Das war so ein paar Punkte, die ich schon länger mal machen wollte. Und das hat sich jetzt da angeboten. Genau. Also so viel zu den Achievements. Da fehlt mir jetzt tatsächlich nur noch diese Geschichte mit dem Handelsposten. Da müssen wir halt aber noch ein Jahr warten. Dann können wir hier in das Mount Channel reingucken. Gut, Mounts fahre ich jetzt hier mal komplett runter. Also Mounts habe ich tutti komplett die alle, die man aktuell holen kann. Trotzdem bin ich natürlich leider nicht auf Platz 1 mit dem Mount. Liegt daran, dass halt Leute teilweise Mounts, noch mehr Mounts haben, die removed sind. Oft sind es halt auch noch mehr Gladiator-Mounts, ne? Ich habe leider halt nur eine Handvoll Gladiator-Mounts und habe andere teilweise fast alle und die sind dann natürlich nochmal ein Stück höher. Genau, dann Pets. Sieht es eigentlich auch gut aus. Gehen wir mal in die normale Ansicht. Pets habe ich eigentlich soweit alle durch. Wenn wir jetzt hier komplett runterscrollen, seht ihr, Pets haben wir alle. Ich habe zwei tatsächlich ausgeblendet. Und zwar sind das der Gildenpage und der Gilden, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt. Das sind auf jeden Fall zwei so Gilden-Pets. Die sind von der Horde, die kannst du auf dem Alichar nicht haben. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wie ich die wieder einblenden kann. Ja gut, ne, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich die, glaube ich, ausgeblendet, aber sonst habe ich alle Pets. Die habe ich natürlich auf einem Hordenchar, ne, also für die komplett, für das komplette Ding zählen die natürlich, aber auf einem Char kannst du die halt nicht haben, weil das dann sich immer beißt. Gut, soweit dazu, dann Spielzeuge. Habt ihr ja vorhin schon bei der Ding gesehen, hier fehlt mir noch eins, das kannst du aber mit dem aktuellen Patch nicht holen, das gibt es nämlich in dieser Zarak irgendwas Höhle und das ist dann erst anscheinend betretbar mit Patch 10.1. Heißt, muss ich jetzt in dem Fall noch ein paar Tage warten, dann kann man sich das holen. Dann wird es aber auch schon wieder einen Haufen neue Sachen geben. Genau, das sind jetzt so die Main Collection Sachen. Und ja, dann können wir uns noch ein paar andere Geschichten angucken. Und zwar würde ich sagen, gehen wir da nochmal zurück auf Data, da sieht man das ein bisschen besser. Was ich dann auch noch quasi gemacht habe, bei unter anderem bei Reputations, kamen insgesamt... Ups, das war jetzt nichts. Seht ihr, ist jetzt auch nichts mehr drin. Da kamen zwei Stück, drei Stück kamen, glaube ich, sogar dazu. Einmal diese Furboys, ne? Die konnte man jetzt ab 10.07 quasi hochspielen. Aber auch zwei andere, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habt, die nämlich blöderweise hier unten bei Classic drin sind. Und zwar Obsidianwächter müsste das einmal sein. Ne? Das ist die Fraktion von den, von diesen Draktür-Dudes. Und die haben wir einmal hier unten drin. Auch bei der Horde gibt es da eine Fraktion. Blöderweise kann man das diesmal nicht über einen Wappenrock und Instanzen lösen, wie es jetzt bei den anderen Allianzfraktionen oder auch Hordenfraktionen der Fall ist, sondern die musste man tatsächlich oder kann man aktuell über die World Quests und über die Daily Quests auf der Insel machen. Ab und zu gibt es dann auch noch die neuen Pet Battle World Quests, die man hier findet. Und die bringen dafür auch tatsächlich Ruf. Aber nur die, die mit Patch 10.07 reingekommen sind, die alten nicht. Also das ist ein bisschen komisch. Habe ich jetzt etwa einen Monat lang diese Dailies und World Quests machen müssen, sowohl mit dem Horden als auch dem Alichar. War ein bisschen nervig, aber gab die Ruffraktion quasi. Dann, was hatten wir noch für Rankings? Pet hatten wir geguckt, Toy hatten wir geguckt, Achievements hatten wir geguckt. Genau, dann hatte ich Rezepte ein bisschen weiter gemacht. Ihr seht, bei Rezepten bin ich auf Platz 1 aktuell und sogar mit ein bisschen einen Abstand tatsächlich. Da habe ich ja mir alle möglichen Rezepte geholt, die es
die mir noch gefehlt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Waste-Video gesehen habt. Ich habe auch von verschiedenen Servern mir Rezepte rüber getranzt, weil die teilweise so teuer waren, dass es eher gelohnt hat, auf anderen Servern die zu kaufen und die dementsprechend dann auf meinen Server zu transen. Da waren teilweise 100.000 oder teilweise auch Millionen der Gold an Unterschied oder auf manche gab es dann teilweise auf meinem Server überhaupt nicht. Also da habe ich ein bisschen mehr Aufwand auf mich genommen und habe jetzt alle Rezepte, die man holen kann. Ne? Also ihr seht, da sind keine mehr drin, die fehlen. Dann das nächste, was dann noch ist, ist einmal Quests und Titel. Wir können mal als erstes noch bei den Quests reinschauen. Mir fehlen jetzt noch 10 Quests. Oh, die haben wieder eine rausgenommen. Muss ich gleich mal gucken, welche das ist. Ich finde es immer ein bisschen angenehmer, tatsächlich das auf Expansions aufzuteilen. Jetzt gehen wir erstmal in Dragonflight rein. Ah, die haben die eine Buggy-Quest rausgenommen aus diesem Vault, ne? Da gab es noch eine Quest drin, die haben sie jetzt anscheinend rausgeschmissen, wo man dann immer wieder so eine Münze bei so einem NPC abgeben konnte. Da gab es verschiedene IDs und wenn die als quasi wiederholbare Quest getrackt sind, dann sind die hier nicht drin, weil die werden immer wieder zurückgesetzt, jeden Tag oder jede Woche, je nachdem, ob es eine Weekly oder eine Daily Quest ist. Genau. Was mir jetzt hier in Dragonflight noch fehlt, seht ihr, es sind zwei Quests. Einmal, die Mythic-Quest, wo man dementsprechend den Skip freischaltet. Ich habe die NAC und HC-Quest gemacht und ich habe auch in den ganzen alten Expansions diese Skip-Quest gemacht, wo man ja immer x-mal den Boss umhauen muss. Manchmal sind es 3-mal, manchmal sind es 4-mal, um dann einen Skip zu machen. Ich habe die Skip-Quest gemacht für Mausoleum. Ne? Ich habe Mausoleum nicht wirklich viel geradet. Die Mythic-Mausoleum-Skip-Quest habe ich mir geholt, die HC-Mausoleum-Skip-Quest und die NHC-Mausoleum-Skip-Quest. Gut, NHC hatte ich schon 3 von 4, aber trotzdem, ich habe die halt nie fertig gemacht gehabt. Das waren halt x Runs, die ich laufen musste. Dann habe ich den Sylvanas-Raid, da hat mir die Mythic-Skip noch gefehlt. Ich hatte den damals zu Shadowlands 3-mal umgehauen, Kel'Thuzad, und habe dann noch das letzte Mal machen müssen. Dann Mythic Nasria. Habe ich auch ein paar Mal noch laufen müssen, um die Skip-Quest fertig zu machen. Dann war ich auch in Nyalotha, hatte ich die Skip-Quest auch nicht fertig gemacht gehabt, für Mythic und Normal. Das Problem ist, Normal musste ich tatsächlich mit meinem Twink machen, weil das Problem ist, wenn du die HC-Skip-Quest erledigt hast, kannst du die NHC-Skip-Quest nicht mehr machen, weil du kriegst automatisch die für niedrigstufigere Schwierigkeitsgrade, kriegst du die Skip-Quest dann, oder die Skips dann automatisch. Also wenn du zum Beispiel Nyalotha Mythic die Skip-Quest machen würdest und die anderen nicht, dann könntest du trotzdem im HC und im NHC skippen, kannst die Quest nicht mehr erledigen, die wird aber nicht als abgeschlossen gewertet. Also wenn du erst die höherstufigen machst und dann die niedrigstufigen, dann lockst du dich für immer aus diesen Quests aus, was ein bisschen dumm ist. Deswegen musste ich die zum Beispiel mit einem Twink machen. Ne? Und dann gab es halt alle möglichen Skip-Quests, die ich da noch offen hatte und die habe ich erledigt. Hat jetzt echt ein paar Wochen auch gedauert. Erstmal, weil du ja halt jede Woche immer nur eine ID laufen kannst, ne? Und dann bei viermal einen Boss auf einer Schwierigkeitsstufe halt 4 Wochen brauchst und auch dann halt immer eine Gruppe zu suchen, den Run zu laufen und so bei so vielen Instanzen, das hat sich dann tatsächlich schon ein bisschen gezogen. Habe ich jetzt aber abgeschlossen und dementsprechend sind wir da schon mal durch. Also seht, Shadowlands habe ich jetzt alle Quests fertig, da bin ich jetzt komplett durch. BFA sind es jetzt hier noch 4 Quests. Da waren ja, wie gesagt, diese Once-Per-Count-Quests mit den World-Quests freischalten. Und dann gab es auch eine Quest auf der Hordenseite, die mir noch gefehlt haben, um quasi die Insel-Expeditionen freizuschalten. Und das hört sich jetzt nicht nach viel Arbeit an, eine Quest. Das Problem ist, um die World-Quest in BFA freizuschalten, musste ich mir einen Char hochspielen. Dann musste ich hergehen und in jeder Zone die Quests machen, bis ich den Ruf soweit hatte, um mal freundlich zu kommen. Das waren schon einige Quests. Dann musste ich die komplette War-Campaign durchspielen auf der anderen Seite, also alle 3 Zonen. Und das musste ich sowohl mit Horde und Allianz machen und dann gleichzeitig die Quest annehmen und sie nicht abgeben. Das war richtig viel Aufwand für 1-2 Quests, ne? Und ja, da gab es noch so ein paar andere so Breadcrumb Once-Per-Account-Quests, die ich da mitgenommen habe. Also das war schon für nicht viel, was es quasi hier bringt, war es schon sehr, sehr viel Aufwand, muss ich sagen. Aber das habe ich zumindest weg. Und jetzt sind es hier noch ein paar, die drin sind. Eins habe ich tatsächlich verkackt. Okay, mich regt das jetzt gerade ein bisschen auf, dass das hier so pinkt. Das müssen wir jetzt mal kurz anklicken. So, jetzt. Da kriege ich einen Vogel, wenn es die ganze Zeit so leuchtet. Was ich verkackt habe, ist der Warfland Looms. Wenn man die World Quest freigeschalten hat, gibt es eine Questreihe, dass man hier, das ist eine Breadcrumb Quest, die schickt dich einmal zu diesem Warfront Quest. Das Problem ist,
es ist hier ein bisschen schlecht angezeigt, ne? So wie das hier aussieht, seht ihr, Quest 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Jetzt möchte man meinen, dass das die erste Quest ist in der Reihe, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und das die sechste Quest. Das Problem ist, es ist anders. Das hier ist die erste Quest und dann kommen diese fünf Quests, ja? Das ist quasi die Breadcrumb-Quest, die zu diesen Quests hier führt. Ich habe das hier auf WoWhead nachgeguckt, habe mir das angeguckt, habe dann die Quests hier gemacht und habe dann festgestellt, dass es andersrum ist. Das Problem ist, sobald du diese Quest hier machst, kannst du die auf deinem kompletten Account nicht mehr machen. Jetzt habe ich auf diesem neuen Account das schon verkackt, weil ich auf WoWhead hier vertraut habe und nicht die Kommentare gelesen habe. Da steht das nämlich auch drin. Aber naja, also ich sage mal so, die Aufzählung ist hier ein bisschen unglücklich. Naja, jetzt muss ich das irgendwann mal nochmal machen, um die Quest zu holen, aber das muss ich mir dann überlegen. Da brauche ich dann wahrscheinlich wieder einen komplett neuen WoW-Account, dass ich das holen kann. Also richtig rotzig. Und dieses Remembrance, das ist, glaube ich, komplett verbuggt. Da weiß noch keiner genau, wie man das holen kann. Und die beiden hier sind von, da stehe ich übrigens auch gerade dran mit einem Twink hier. Es gibt in Uldum quasi, ja, mit BFA werden ja die Zonen hier so ein bisschen abgeändert und dann kann man sich so ein kleines Viech hier hochzüchten, das dann auch später zum Mount wird. Und dadurch gibt es halt immer verschiedene Quests, je nachdem in welchem Stadium man das die kleine Larve hat, ne, ob sie quasi noch ein Ei ist, eine Larve, ein Pet, ne, hat man verschiedene Quests und die sind halt dann auch immer unterschiedlich, je nachdem welche Zone hier angegriffen wird. Und dementsprechend waren da halt einige Quests, die ich nicht mitgekriegt habe, weil ich die Larve dann halt in einer Phase schon hochgezogen habe und dann aber die Quests aus einer anderen Phase nicht gekriegt habe. Und jetzt bin ich gerade mit mehreren Chars diese Larve am Hochziehen, da kann man halt jeden Tag eine Daily Quest machen und schau, dass ich die richtigen Quests kriege. Das waren insgesamt 5 oder 6, die mir gefehlt haben. Ich mache das jetzt schon seit knapp einem Monat oder so, bin ich da dabei und 3 von den Quests habe ich jetzt mittlerweile gekriegt, 2 fehlen noch, das sind die beiden hier aus Uldum, ne? Big Bad Beetle heißt das und Bloody Threat, die beiden brauche ich noch, aber ja, da muss ich jetzt halt einfach noch ein bisschen warten, bis ich die kriege. Genau, und Legion bin ich auch fertig, Draenor bin ich auch fertig, Pandaria habe ich jetzt immer noch, The Peak of Serenity. Und ja, das, da weiß man auch nicht so genau, wie man die kriegt, habe ich auch schon alles probiert, die scheint ein bisschen buggy zu sein. Cutter habe ich jetzt eine Quest, gleich wie in Classic, seht ihr das, das sind jetzt 3, die davor nicht drin waren, und zwar sind bugte Quests, die gibt es schon seit Jahren nicht mehr, dass man sie annehmen kann, aber wenn die noch jemand im Questlog hat, kann man die teilen. Jetzt haben ein paar Leute auf NA-Servern, also in den USA, diese Quests noch gefunden, haben jemanden gefunden, der das teilen kann, jetzt haben die hier wieder eingetragen und ja, im Data for Azeroth gibt es dann, Discord gibt es dann auch Leute, die quasi die dann sharen, aber leider nur in dem NA und im EU hat man die noch nicht gefunden, also quasi ich kann diese Quest nicht annehmen, alle 3, die sind, 2 sind auch im Altraktal und eine ist irgendwie in Firelands, so wie es ausschaut. Man kann die aber kriegen, wenn es irgendjemanden gibt, der die teilen kann. Also wenn die zufällig einer von euch hat, ich würde sie nehmen, sagen wir es mal so, das geteilt. Ne? Also das sind die Quests, die mir noch fehlen. Alles andere habe ich fertig gemacht. Dementsprechend viel mehr kann ich hier aktuell nicht mehr machen. Ne? Also diese 2 Uldum-Dinger, die kann ich aktuell machen. Alle anderen schauen leider schlecht aus. Und irgendwann vielleicht mal die Mythic-Kills für den Vault. Aber das habe ich ja nicht geradet. Ich habe mir am Ende den Mythic-Run gekauft für die Achievements. Und das war's, da habe ich halt die Quest aber jetzt dementsprechend auch nicht abgeschlossen. Genau, gut, das ist soweit das mit den Quests und dann können wir jetzt noch Titel reinschauen. Das ist jetzt so der letzte Tab. Ich habe ja Moment, ich kann es ja mal zeigen. Also ich habe vor Urzeiten mal irgendwann hier diese RBG-Erfolge gemacht. Wo haben wir es denn? Hier Spieler gegen Spieler. RBG. Diesen ganzen Spaß habe ich ja irgendwann, seht ihr, 2011 gemacht mit meinem Main. Und hab mir die ganzen Achievements geholt und halt auch diese Titel, ne? Hatte da auch eine eigene RBG-Gruppe und so weit. Und ja, hatte das geholt. Das Ding ist, es gibt halt die Achievements, ne? Die hast du ja theoretisch auch auf der Hordenseite angezeigt. Aber auf der Hordenseite gibt es andere Titel. Und die Titel sind nur Char gebunden. Und dementsprechend kannst du die nicht mit einem anderen Char einblenden. Da es aber auf der Hordenseite andere Titel gibt, wie ihr seht, musste ich jetzt das alles nochmal machen, um dementsprechend die Hordentitel zu kriegen. Und das sind einige Titel, ne? Also es geht halt hier los bei, es geht hier los quasi bei 1.1 und geht halt hoch bis auf 2.4. Und dementsprechend hast du da halt allein 14 Titel. Dann gibt es halt auch noch einen Titel für,
Ich glaube, die 75 Wins. Dann gibt es auch noch einen Titel für 0,5% in der Season. Also da sind schon ein paar Sachen. Ich habe jetzt mit dem Hordenschar hier, ich kann euch das mal zeigen, habe ich den ganzen Spaß nochmal gemacht. Ne? Also ich bin jetzt hier auf 2,4, deswegen sind die jetzt alle auf 2023, die Sachen mit dem Hordenschar. Und habe mir quasi jetzt auf der Horde den ganzen Scheiß nochmal geholt. Ich habe mir da halt einen... Anführungszeichen, eine Boost-Gruppe gesucht, die das machen, weil das da random zu machen kannst du knicken bei der Anzahl an Leuten, die überhaupt nur RWG spielen. Und bin da halt dann mit denen mitgelaufen. Und ja, hat soweit geklappt, ne, bis 2,4 hoch. Jetzt muss ich mal noch gucken, wie es aussieht mit dem 0,5% Titel, der Held der Horde, dass das am besten auch noch klappt, aber aktuell sieht es noch gut aus. Und ja, das habe ich unter anderem gemacht und da noch einige andere Titel geholt, die mir noch gefehlt haben. Und ich kann euch jetzt mal zeigen, was jetzt aktuell noch drin ist, was mir fehlt. Im Endeffekt ist jetzt halt hier, ne, der Held der Horde noch drin. Der wird jetzt dann übermorgen quasi vergeben, wenn die Season zu Ende ist. Wenn ich dann unter diesen 0,5% der Leuten bin, aber da können wir gleich nochmal reinschauen. Und die anderen vier Titel, die jetzt hier noch drin sind, das sind alles temporäre Titel, seht ihr? Das kann man nur in einer gewissen Zeit kriegen. Das ist zum Beispiel jetzt hier Gladiator-Titel oder auch hier Legendentitel. Das ist ja für das Solo-Shuffle. Der müsste dann aber, glaube ich, nach Ende der Season auch wieder weg sein. Und im Plus gibt es ja auch so einen Titel für, dass du da in 0, irgendwas Prozent der Leuten bist, ne? Das müsste dann der hier sein und dann gibt es halt, ja, da verschiedene Sachen für. Aber den hier, den will ich mir noch holen, die anderen sind halt, die kommen ja jede Season, gibt es da wieder neue quasi, die tauschen sich dementsprechend durch. Jetzt können wir nochmal kurz gucken mit diesen Prozenten, was ich da vorhin erzählt habe. Also man hat ja hier diese, es gibt hier so eine Seite, die nennt sich PvP-Check, da kann man diese Werte, Schwellen unter anderem anschauen und aktuell ist es jetzt so, dass Held der Allianz bzw. Held der Horde, ne, kriegst du bei einem Rating von 2370 bis dahin, sind jetzt 128 Leute von der Allianz und 103 Leute von der Horde, die drin sind. Und solange du am Ende der Season bei den Werteschwellen bist, kriegst du den Titel. Das verschiebt sich natürlich täglich oder auch stündlich. Ne? Wenn Leute höher oder niedriger sind, dann kann sich der Wert verschieben. Sind jetzt mit Stand heute noch 2 Tage. Ich denke mal, krass wird sich das jetzt nicht mehr verschieben tatsächlich. Und ja, jetzt können wir auch kurz gucken. Warte mal, hier RBG. Und da bin ich dann auf der zweiten Seite irgendwo. Müsste ich noch knapp mit drin sein. Oder, ja, was heißt knapp, aber ich denke mal, das müsste noch passen. Habt ihr ja vorher gesehen, bin ein bisschen über 2,4. Wo haben wir mich hier? Seht ihr? 2,4, 36. Also bin ich noch ein gutes Stück drüber mit den Punkten. Ne? Also 50 Punkte drüber, das müsste eigentlich passen. Gut, so viel dazu zu den Titeln. Dann sind wir mit dem auch durch. Und ja, dann seht ihr, also ich bin jetzt quasi bei allen den Sachen jetzt gegen Ende von Patch 10.07 quasi soweit, dass ich eigentlich mit allem soweit fertig bin, was ich machen kann. Und jetzt habe ich halt angefangen, so ein bisschen T-Mog zu farmen. Und zwar, ja, war das jetzt etwa vor einer Woche, würde ich sagen, war ich mit dem Stuff soweit durch und dann bin ich jetzt ein bisschen ins T-Mog-Gefarme reingegangen. Und da können wir jetzt mal kurz reingucken. Man hat ja hier bei dem Completion Score immer die Möglichkeit, die Tabelle auch anzuklicken und dann sieht man genau, was man jeden Tag gemacht hat. Ne? Vorne sieht man immer, was es an Komplettpunkten gebracht hat und hier, was man halt immer plus gemacht hat. Ne? Und das sieht man, denke ich mal, auch ganz schön. Hier habe ich dann angefangen, am 24. T-Mog zu farmen. Ne? Davor waren es immer 10 Items. Gut, hier waren es vielleicht doch mal ein paar mehr, 2, 17 oder so. Das waren dann immer nur ein paar. Und da habe ich dann mal angefangen mit T-Mog zu farmen. Hier 165 Items, 136, ne, da habe ich mal 200. Gut, da waren es jetzt hier am 1. Mai. Ja gut, das stimmt jetzt nicht ganz. 447, das war schon krass, aber da hat es irgendwie... Moment, wenn wir da ein bisschen genauer reingehen. Seht ihr, das sind dann teilweise am 30. Items gewesen und dann ein bisschen später am 1. noch und das hat es irgendwie hier alles zusammengezählt, komischerweise. Aber gut, egal. Ne? Also da habe ich jetzt dann einiges gefarmt die letzten Tage. So in etwa vom 24. bis zum 1., was so etwa eine Woche ist, habe ich fast 1000 Items plus gemacht. Ne? Ich war auf 58.600 und bin dann jetzt hoch auf 59.700. Ne? Also das ging schon gut ab. Ich habe mir aber davor auch Chars mit Speedgear zusammen gefarmt. Und zwar insgesamt 4 Chars. Ich habe ja 4 laufende WoW-Accounts auf einem Battle.net-Account
Und teilweise haben die dann 200% Aufwärtsmove für den Speed. Und dann packe ich die alle auf Follow, ziehe die nach und laufe halt durch die Raid-Instanz zum Beispiel durch und kann halt alle Rüstungsklassen mitnehmen. Also da, so kann man schon ziemlich effizient T-Mog farmen. Natürlich habe ich jetzt noch nicht krass viel, ne? Ich habe jetzt erst angefangen mit den Rüstungsklassen. Ich habe davor ja immer nur für den Druid gefarmt, heißt alle anderen Rüstungsklassen und auch alle anderen Klassen an sich fehlt mir das T-Mog noch. Ne? Und das sieht man ja unter anderem im Dungeon-Bereich, da fehlt mir noch sehr viel Sachen, obwohl ich jetzt da in der Woche 1000 T-Mog-Teile rausgeholt habe. Aber wenn ihr jetzt hier reinschaut, da fehlt mir dann halt Schilde, Plattenteile, Stoffsachen. Ne? Und da ist noch relativ viel Stuff. Und das wird so das nächste große Teil sein, was ich angehe. Was ich jetzt halt quasi im Form-Patch noch fertig kriegen wollte, waren halt hauptsächlich die Außenbereiche. Ne? Da habe ich jetzt hier in den Dracheninseln, wie ihr seht, nicht mehr viel drin. Da ist jetzt aktuell noch hier verbuggtes Bergbau, keine Ahnung, warum das drin ist, das buggt halt. Spieler gegen Spieler ist es halt die Ehrenabzeichen, weil ich da noch ein, zwei Teile brauche für ein paar Items tatsächlich. Und sonst diese Zonenbelohnung-Sachen, ne? Aber sonst in allen Zonen bin ich eigentlich soweit fertig. Die Dinger kommen anscheinend von World Quests zu random, ne? Aber kann man jetzt zum Beispiel auch checken, ATTWQ, ob irgendeine World Quest am Start ist, die man braucht für zum Beispiel die Teile oder auch aus älteren Expansions. Dracheninseln, da ist anscheinend irgendwas ab. Achso, ne, Ehrenabzeichen. Ja gut, das bringt nichts. Ist anscheinend nicht viel gerade drin. Hier Kultiras hat er auch was gefunden. Ah, ist gerade eine World Quest ab, die so ein Dings bringt. Oder hier der World Boss. Ne? Das sind immer die ganzen temporären Sachen, kann man sich hier zum Beispiel anzeigen lassen. Genau, aber da sieht es ganz gut aus, ne? Und jetzt hier auch in den älteren Expansions. Da bin ich ja immer noch dran, diese Rares zu farmen. Die farme ich jetzt seit Monaten mit immer jeden Tag 4 Chars. Und die wollen es halt einfach nicht droppen. Also ich weiß nicht. Ja, genau. Und bei den Außenbereich oder bei hier Erweiterungsfeature Dragonflight bin ich eigentlich auch sehr weit gekommen. Jetzt brauche ich hier noch so einen komischen Frosch. Der kann eine Angel droppen. Der ist aber anscheinend nur da, wenn die Lava, das Lava-Angelloch ist, wurde mir letztens erklärt. Und hier sind es noch so ein paar, von diesen Manuskripten. Die braucht man aber tatsächlich nicht für das Achievement. Unter anderem das von Razagast noch, das habe ich tatsächlich noch nicht. Und der Belebungskatalysator sind ja die Items aus dem Raid, ne, die Transmog-Items, die man da kriegen kann. Und die werde ich dann irgendwann mal farmen. Wenn ihr hier seht, ne, NHC und HC habe ich von allen Klassen tatsächlich. Liegt ein bisschen daran, weil ich von der Insel dementsprechend hergegangen bin und die ganzen Items ja umgewandelt habe, ne, über den Katalysator. Und da konnte man die kompletten Raid-Sets kriegen, ohne wirklich einmal in den Raid reingegangen zu sein. Also meine anderen Chars, die waren vielleicht höchstens einmal im LFR drin, aber sonst haben die den Raid nicht von innen gesehen, aber ich habe halt alle Sets quasi. Also wir können mal kurz reingucken. Hier Vorlagen, Sets, schon vom Gewölbe, ne? NHC und HC, die habe ich mir halt beide komplett holen können. Mythisch habe ich mit Main umgewandelt über M-Plus-Gear tatsächlich. LFR habe ich nicht, weil da sieht schlecht aus. Das kannst du in einem Katalysator nicht wirklich umwandeln, außer man geht irgendwelche Low-M-Plus-Inis oder halt tatsächlich LFR. Ne? Genau. Soweit dazu. Und ja, jetzt so vielleicht noch ein kleiner Zukunftsausblick. Was ich als nächstes vorhabe, ist halt erstmal die ganzen Sachen, die jetzt im Patch 10.1 kommen. Da wird wahrscheinlich wieder ein Haufen Stuff am Start sein. Da werde ich wahrscheinlich wieder Mounts, Pets, Toys, Achievements und was auch da noch alles kommt, erstmal holen. Ne? Das will ich dann wieder soweit abschließen. Und sobald ich mit dem ganzen Graffel durch bin, will ich dann mal hier Instanzen durchpowern. Ne? Ich habe jetzt die Woche mal getestet mit meinem 4 Speedchars quasi alle Instanzen von Classic bis einschließlich Legion zu laufen. Und ich muss sagen, selbst damit, dass man die ganzen dass man alles nahezu one-shottet und ich mit den Chars Movement Speed von, naja gut, es geht immer nach dem slowsten Char. Ich glaube, mein Worry hat nur 184% Movement Speed, aber es ist schon, also der ist durchgehend 184% schnell und mein Hunter wäre theoretisch durchgehend 234% schnell, aber ne, ich mach das ja mit Follow und dann geht es halt immer nach dem langsamsten Char. Man merkt es schon deutlich, also diesen Movement Speed, wenn man teilweise doppelt so schnell ist. Vor allem merkt man es dann, wenn man wieder einen anderen Char spielt, der kein Movement Speed Gear hat. Das ist etwa so, wie wenn man hier in Dragonflight die ganze Zeit mit dem Drachen rumfliegt und dann wieder das normale Mount hat. Dann fühlt sich das richtig langsam an. Naja, und selbst mit diesem Speed und ja, damit, dass ich alles one-shotte, dauert es echt lang, alle Instanzen von Classic bis einschließlich Wortel zu machen. Vor allem, da man in den höheren Schwierigkeitsgraden ja den Fall hat, dass man
komplett LFR laufen kann, Normal, HC, Mythic, ne? Das sind dann immer vier Instanzen, die man läuft und so Sachen wie zum Beispiel hier SOO dauert ja gleich mal eine Dreiviertelstunde, dass man eine Schwierigkeitsstufe läuft, ne? Und tendenziell ist man mit vier Chars ein Ticken langsamer tatsächlich, weil ich muss ja den Loot immer hin und her traden, ne? Das muss man noch mit einberechnen. Es ist zwar insgesamt effizienter, weil ich allen Loot verwerten kann, bis auf Tier-Tokens, ne? Da ist dann manchmal immer noch so eine Sache, aber tendenziell zumindest die Rüstungsklassen. Aber ja, ein bisschen slower ist man da tatsächlich schon. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich da als nächstes Großes angehen will, um dann so den T-Mog-Score noch nach oben zu treiben. Denn das ist tatsächlich die Geschichte, die mir noch am meisten fehlt. Ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reinschaue bei Appearance, bin ich jetzt hier auf Platz 15 mit 59.200. Und da ist aber noch viel Luft nach oben. Ne? Also der Gaulisch, den ich ja jetzt im Komplett-Score überholt habe, der ist aber hier im T-Mog-Score auf 66.000, also der ist hier, ja, ein bisschen über 6.000, 6.500 Punkte ist der etwa über mir und das ist schon einiges, ne? Das sind halt auch 6.500 Punkte für den Komplett-Score. Das kann ich halt nur damit ausgleichen, weil ich halt bei allen anderen Scores ziemlich gut dabei bin, ne? Und da die Sachen teilweise eine höhere Gewichtung haben. Ein Mount bringt 100 Punkte, ein ausgeskilltes Pet bringt 100 Punkte, eine Reputation ebenfalls. Also das kann man damit so ein bisschen ausgleichen. Genau. Gut, das war jetzt eigentlich soweit alles, was ich zeigen wollte. War jetzt ein bisschen längeres Video tatsächlich. Hat jetzt aber auch schon eine Weile kein Collection-Update mehr gemacht. Und ja, jetzt gucken wir mal. Das nächste wird es dann in Patch 10.01 geben. Da müssen wir mal schauen, wie viel Collection-Spaß es uns da wieder bringt. Und ja, vielleicht kann ich dann auch schon bald anfangen, wirklich in Instanzen richtig durchzustarten. Ja, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, packt die gerne in die Kommentare. Sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.